Wir sind zurück in Berlin und im Topspiel sind Tore gefallen. Nach 40 Minuten steht es 2:2 zwischen den Eisbären aus Berlin und den Adlern aus Mannheim. Und wir freuen uns über den Besuch von Wladimir Kamina bei uns im Studio. Bestsellerautor, zum Beispiel Russendisco, Militärmusik, Reise nach Trolala und so weiter. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Martin Yoon ist bei uns, der erste DEL-Spieler mit koreanischen Wurzeln. In Krefeld war das in der Saison 2003, 2004. Und der Gründer der Initiative Hockey is Diversity. Also Eishockey ist Vielfalt. Was dahinter steckt, erstmal ein richtig schöner Spot. Für mich ist Eishockey der Sport mit der größten Vielfalt, weil jede Sekunde entscheidend ist. Ja, Vielfalt, Martin. Vielfalt ist sehr vielfältig, aber ich denke, die Hauptaussage der Initiative ist sehr eindeutig. Ja, es geht uns einfach darum, zu zeigen, was im Sport eigentlich schon Alltag ist, dass dort Vielfalt gelebt wird. Das einfach in die Gesellschaft zu transportieren, dort ist es noch, wie wir gesehen haben, mit der Sarrazin-Debatte und auch jetzt mit dem rechtsextremistischen Terror, der stattgefunden hat in Deutschland. Aus diesen Gründen haben wir die Initiative gegründet. Und Eishockey war ja schon immer traditionell sehr multikulturell, insofern das passt einfach. Ja, also es war immer multikulturell und da hat es auch nie irgendwie, war das ein Problem, wo jemand herkommt, sondern einfach der gemeinsame Erfolg hat gezählt in der Mannschaft und das wollen wir eigentlich mit dieser Botschaft vermitteln. Wladimir Kamina, Sie unterstützen die Initiative. Aus welchen Gründen? Klar, Sie sind gebürtige Russe, leben seit 1990 in Berlin. Aber warum Eishockey? Na, Eishockey ist eine Leidenschaft von mir. Ich komme ja aus der Sowjetunion. Und aus der Heimat des Eishockeys, wenn ich das sagen darf. Wir hatten als Kinder eigentlich nur Eishockey gespielt auf dem Hof. 8 Monate im Jahr lag Schnee bei uns. Was könnten wir sonst spielen? Deswegen, und ich unterstütze Martin vollkommen natürlich. Ich glaube, dass diese Sportart, die so schnell, so berauschend ist und auch eine kollektive Leistung abverlangt, einen Weg zeigt, wie unterschiedliche Menschen zusammenkommen können und zusammen auch etwas Großes schaffen. Das ist ja auch sehr interessant. Sie kennen es aus dem aktiven Eishockeysport. Man spielt in Deutschland, trotzdem die Mannschaften sind sehr multikulturell. Man hat zum Beispiel Englisch als Kabinensprache und Sie beschreiben in den Büchern ja immer wunderbar, wie Sie als Russe mit der deutschen Kultur teilweise in Konflikt, aber auch harmonisch zusammenleben. Kann man das so ein bisschen vergleichen? Wenn Sie, als Sie damals nach Deutschland gekommen sind, ist das so wie ein neuer Spieler, der in eine schon zusammengewachsene Mannschaft kommt? Genau so war das. Und heute bin ich als deutscher Schriftsteller unterwegs und repräsentiere überall auf der Welt deutsche Kultur und deutsche Sprache, mache Werbung dafür. Martin, welche Strahlkraft kann vom Sport für das alltägliche Leben ausgehen? Ich glaube, sehr viel. Ich glaube, der Sport kann sehr viel bewirken, denke ich. Wie man das auch bei der Fußballnationalmannschaft sieht. Die Religion spielt da keine Rolle. Da spielt der gemeinsame Erfolg der Mannschaft, ist da ein stärkerer Faktor. Und ich denke, mit der Initiative wollen wir das halt zeigen. Martin, haben Sie denn damals in Ihrer aktiven Zeit aufgrund Ihrer Herkunft Probleme gehabt? Ja, sicherlich das eine oder andere hat man schon erfahren. Aber heute ist kein Tag darüber, über negative Dinge zu sprechen, sondern eher ein lustiges. Das war, glaube ich, ein Spiel in Augsburg. Ich kam raus und der Sicherheitsmann vor der Kabine hatte mich gefragt, welche Funktion haben Sie in der Mannschaft? Ja, ich bin ja der Physiotherapeut, habe ich gesagt. Und als er mich dann Eishockey-Montur gesehen hat, hat er schon dumm aus der Wäsche geguckt. Das war schon sehr lustig. Wladimir, das taugt ja fast als literarische Vorlage, sowas. Also Martins Geschichte ist eine literarische Vorlage. Ich hätte sehr gern seine Geschichte geschrieben, aber er schreibt ja selbst. Und über seine Kindheit, so, vor allem die Geschichte, wie du zum Eishockey überhaupt gekommen bist.
seine Schwester sollte, wie heißt das, Eiskunstlauf lernen. Und der Papa wollte aber, hatte Angst, die Schwester allein hinzuschicken zum Stadion. Martin sollte sie begleiten. So kam er zum Eishockey. Ist das nicht Wahnsinn? Ganz verrückte Geschichte. Ganz verrückte Geschichte. Lassen Sie uns mal ganz kurz über Russendisco reden. Das ist vielleicht Ihr bekanntestes Werk. Es wird verfilmt oder es wurde verfilmt. Kommt jetzt im März in die Kinos mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle. Wie dicht am Original? Dadurch wird auch diese Tanzveranstaltung, die ich seit 12 Jahren mache, noch größer und bombastischer. Wahrscheinlich, wenn der Film kommt, werden wir die Russendisco ins Stadion verlegen müssen. Russendisco, Sie sind Stammgast? Ach, wissen Sie, in meinem Alter weiß ich nicht ganz genau. Wie in Ihrem Alter? Ich war schon mal dort. Ich finde das sehr spannend, die Russendisco. Er meint was anderes. Er meint, dass er während seiner Eishockey-Zeit solche Muckis sich eintrainiert hat, dass er sich geniert, mit solchen Muckis irgendwie in die Disco zu gehen. Aber oder? Wissen Sie, Russendisco kann ich nur empfehlen. Das ist eine tolle Sache. Ich bin nicht so der Tanztyp und Wladimir hat mir mal gesagt, richtige Männer tanzen nicht und daran halte ich mich. Ist das so, Wladimir? Es kommt auf die Situation an. Ich kann mir vorstellen, welche Sie meinen. Ja, also manchmal gibt es Situationen, wenn auch die richtigen Männer tanzen. Wladimir, wird es irgendwann mal ein Buch geben, das den Eishockeysport, den Sie ja sehr lieben, mal Thema sein wird? Ansatzweise. Ja, also bestimmt. Das war schon immer eine, wie gesagt, eine Sportart, die mich unglaublich faszinierte. Das ist, wie gesagt, wie das Leben. In so einer kurzen Zeit kann alles passieren. Und man weiß nie, was weiterkommt. Wissen Sie was? Leider sind Drittelpausen im Eishockey manchmal auch noch einen Tick zu kurz. Ich würde sehr, sehr gerne noch länger mit Ihnen sprechen, aber leider ist unsere Zeit abgelaufen. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Alles, alles Gute für Hockey is Diversity und halten Sie uns einfach auf dem Laufenden, denn was Neues passiert, freuen wir uns immer gern, wenn Sie zu uns ins Studio kommen. Danke für die Einladung. So, und bei uns gibt es jetzt Eishockey in der Analyse mit Sven Kukulis und Andreas Niederberger. 4 Tore sind gefallen, höchstwahrscheinlich auch jetzt 4 Analyseszenen.